Insofern geht es relativ zügig weiter zum nächsten Thema. Und das befasst sich mit einer Reform der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Pflegeberufe. Das Kabinett und die Große Koalition möchten das auf eine neue Basis stellen. Im Kern sieht die Reform vor, dass die Ausbildung für alle Pflegeberufe 2 Jahre gemeinsam stattfinden soll und erst dann eine Spezialisierung stattfinden soll in Alten-, Kranken- oder Kinderkrankenpflege. Zunächst das also erst im 3. Lehrjahr nach der generalistischen Ausbildung. Zudem soll es so sein, dass die Auszubildenden künftig kein Schulgeld mehr zu zahlen haben. Erster Redner in dieser Debatte ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. In die Gesamtmaßnahmen, das Gesamtpaket, das wir gemeinsam angehen in der Koalition, um die Vertrauenskrise, die es in der Pflege gibt und die wir spüren, ja alle, im Kontakt mit Pflegekräften in der Alten-, in der Krankenpflege zu überwinden. Wir haben gesagt, wir wollen 13.000 neue Stellen schaffen in der Altenpflege. Wir machen in der Krankenpflege die klare Botschaft, jede zusätzliche Stelle in den Krankenhäusern für die Pflege wird finanziert. Kein Geld ist keine Ausrede mehr für die Arbeitgeber, für die Kliniken. Wir beginnen in der nächsten Woche mit dem Arbeitsministerium und dem Familienministerium zusammen die konzertierte Aktion für die Pflege, weil natürlich jeder weiß, Stellen schaffen alleine löst das Problem nicht. Die Stellen müssen auch besetzt werden. Und da geht es um die Attraktivität des Pflegeberufes. Und da ist natürlich die Ausbildung für einen solchen Beruf. Die Frage, wie die Ausbildung ist, wie sie angelegt ist, aber auch welche Perspektive sie bietet für den weiteren Weg, ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und deswegen ist es gut, dass wir mit der Verordnung, die heute hier beschlossen werden soll, die Einzelheiten, auf die alle ja auch warten, damit zum 01.01.2020 es losgehen kann mit der zusammengeführten Pflegeberufeausbildung, dass wir die Einzelheiten für einen gut qualifizierten, Perspektive bietenden Pflegeberuf für die berufliche und für die hochschulische Ausbildung hiermit festlegen. Und ich bin dem Familienministerium und der Frau Kollegin Giffey genauso wie den Kollegen in der Koalition sehr dankbar, dass wir das so zügig miteinander hinbekommen haben. Das ist ein starkes Signal für die Pflege und die Pflegekräfte in Deutschland. Dazu gehört, wir haben ja die Finanzierungsverordnung parallel vorgelegt, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn zu Recht gab es ja über viele Jahre Aufregung darüber, dass noch Schulgeld zu zahlen war in der Pflege in manchen Bundesländern bis heute. Und es kann ja nicht sein, dass wir in einem Bereich, wo wir so dringend Nachwuchs brauchen, wo wir jede einzelne Pflegekraft brauchen, Schulgeld zu zahlen ist, dass man noch Geld mitbringen muss. Das beenden wir dann hiermit und legen eben fest, dass es endlich eine Ausbildungsvergütung gibt. Das haben diejenigen, die sich für diesen Ausbildungsberuf entscheiden, verdient. Schluss mit Schulgeld und endlich eine Ausbildungsvergütung. Und natürlich gehört zum Pflegeberuf Empathie, Leidenschaft, Einfühlungsvermögen. Aber es gehört eben auch Wissen und Können dazu. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch auf dem Stand der Dinge des Jahres 2018 für die Pflege von Kindern, Jugendlichen, von Alten, von älteren Menschen, genauso mit Blick auf die Krankenpflege in den Krankenhäusern wie mit Blick auf die Altenpflege in den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, hier gemeinsam sowohl berufspädagogisch wie auch in den Inhalten den Stand des Jahres 2018 und vor allem das, was auch für die Zukunft angesichts dessen, was uns auch an Aufgaben erwartet, mit dieser Ausbildungs- und Prüfungsverordnung festschreibt. Aber ich will eines schon sagen, weil ich ja auch ahne, was der ein oder andere nach den Stellungnahmen der letzten Tage öffentlich und nach der Anhörung gesagt hat. Mich irritiert etwas die Debatte, wie sie auch mit Blick auf die Altenpflege geführt wird. Denn natürlich geht es darum, eine gute Balance zu schaffen und darum haben wir ja auch gerungen. Es ist uns gelungen, gut austariert, ein hohes Niveau für diejenigen, die sich im 3. Jahr für die Altenpflege entscheiden, ein hohes Niveau festzuschreiben, weil natürlich, ich sage es noch einmal, natürlich das nötige Wissen auch zur Ausbildung und zur Pflege mit dazugehört. Aber ich finde, es ist genauso richtig, dass jeder oder dass auch niemand abgeschreckt werden soll. Ich möchte, dass auch in Zukunft von zu hohen Anforderungen, ich möchte, dass auch in Zukunft Haupt- und Realschüler die Chance und die Möglichkeit haben, eine solche Ausbildung nicht nur zu beginnen, sondern erfolgreich auch abzuschließen. Denn wir brauchen jeden, der kann und will in der Pflege. Und deswegen finde ich manche Debatte der letzten Tage ziemlich irritierend.
Und ich muss dazu sagen, überlegen Sie, und ich meine das sehr ernst, auch angesichts dessen, was wir an hohem Niveau festgeschrieben haben, in den Anforderungen, genau die Worte für die Debatte heute und in den nächsten Tagen. Denn die Frage, wie wir jetzt über die Altenpflege reden und wie wir über das Niveau der Altenpflegeausbildung reden und so tun, als stünde da all das drin, was so behauptet wird, bestimmt mit darüber, wie auch das Bild für diesen Beruf ist und wie attraktiv es für junge Menschen da ist, hineinzugehen. Ich habe nichts dagegen, dass wir fachlich darüber reden, wie die Anforderungen sind. Aber so wie die Wortwahl in manchen Bereichen in den letzten Tagen gewesen ist, ist das ein Schlag ins Gesicht von vielen jungen Menschen, die sich für diese Ausbildung entscheiden wollen. Das möchte ich hier ausdrücklich mal gesagt haben. Deswegen finde ich, ist es uns gelungen, ja auch einen langjährigen Prozess der Debatte sowohl der Berufsverbände, der Pflege insgesamt, aber auch politisch abzuschließen mit dem Pflegeberufegesetz aus der letzten Legislatur und mit den beiden Verordnungen. Eine davon wird heute hier im Bundestag hoffentlich, ich bitte Sie jedenfalls darum, beschlossen. Und damit setzen wir einen ganz, ganz wichtigen Meilenstein für einen der wichtigsten Ausbildungsberufe, die wir in Deutschland haben und vor allem einen der Berufe, wo wir noch in Zukunft viele, viele zigtausend junge Menschen davon überzeugen wollen. Und ich denke auch gemeinsam können, dass das ein Beruf ist, der Zukunft hat, der Perspektive hat, der vor allem aber eben auch Wissen und Wissensvermittlung braucht. Denn es geht um die Pflege von kranken und alten Menschen. Soweit also die Rede von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hier deutlich gemacht hat, in welche Richtung es gehen wird. Auch, dass also nichts mehr bezahlt wird für die Ausbildung in der Pflege, sondern dass man wie in anderen Berufen auch Geld verdienen kann in der Ausbildung. Insgesamt ist die Pflege natürlich ein Bereich, der stark wachsen wird. Das hat der Gesundheitsminister hier auch deutlich gemacht. Meine Damen und Herren, für uns ist es das gewesen für heute mit der Übertragung aus dem Bundestag. Ich verabschiede mich mit dem Verweis auf morgen. Dann geht es zunächst noch einmal um Finanzhilfen zugunsten Griechenlands. Das war ja stets in der Vergangenheit ein umstrittenes Thema, ist ein wenig aus dem Fokus geraten. Aber wir können trotzdem eine lebhafte Debatte zu diesem Thema erwarten. Für heute war es das. Wir geben zurück ins Studio nach Bonn.